Gute Unterhaltung. Die Russen glänzen bei der EM, die Österreicher glänzen in Russland. Ja, was wir nicht mit den Füßen haben, haben wir in den Händen. Handwerkskunst in höchster Vollendung. Und die wurde jetzt in Moskau präsentiert. In Russland rollt der Rubel. 20 Dollar Milliardäre und rund 30.000 Dollar Millionäre leben allein in Moskau. Und wenn reiche Russen ihr Geld ausgeben, wollen wir was davon haben. Was sie dafür bekommen, zeigten jetzt in Moskau ausgewählte österreichische Manufakturen. Alte österreichische Handwerkskunst und neues russisches Geld. Eine ideale Kombination, die unsere Botschafterin in Moskau in Worte fasst. Und das gleich zweisprachig. Ich begrüße alle Zuseher. Es ist hier eine wunderbare Ausstellung. Ich wünsche dieser Ausstellung sehr viel Erfolg. Der Erfolg ist fast garantiert, denn die Geladenen der Ausstellung der Wien Products zählten zu den reichsten Russen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Schon längst zeigt man hier nicht mehr, was man hat und gibt sich kamerascheu. Wer Geld hat, lässt lieber die sprechen, die es für sie ausgeben. Ich arbeite nur für sehr exklusive Auftraggeber. Meine Klientel schätzt Qualität und Design. Dafür geben sie gerne auch mal etwas mehr aus. Ich höre oft, dass sie mir sagen, ich bin nicht so reich geworden, um Billiges zu kaufen. Ich kaufe ihnen dann Teures und das genießen sie dann auch. In diesen Kreisen kauft man sich halt guten Geschmack. Und das ist manchen einiges wert. Wer hier shoppen will, brennt wie ein Luster. Und das sogar für einen Luster. 55.000 Euro kostet dieser Nachbau des Originals von Otto Wagner bereits in der kleinsten Ausführung. In der Zwischenzeit haben wir 5 oder 6 Luster dieser Art verkauft. Wir machen ihn allerdings auch 7-flammig, 9-flammig, also in allen möglichen Größen. Aber wir haben 2 90-flammig verkauft. Die sind allerdings in Russland, war aber ein Grieche. Also man weiß, wo das Geld der Griechen hingeht, die kommen nach Moskau und kaufen meine Lampen. Das nennt man dann den Kreislauf des Geldes. Österreich schickt es nach Griechenland, die Griechen geben es in Moskau aus und schon ist es irgendwie wieder in Österreich. So will hier auch niemand etwas von einer Krise wissen. Tradition hat immer ihren Wert und macht sich auch bezahlt. In manchen Fällen allerdings erst nach Jahrzehnten. So ist es, ja. Also die Firma ist 1847 gegründet worden. Ich führe sie jetzt in 6. Generation seit 9 Jahren. Und vor kurzer Zeit war jetzt eine Dame bei uns am Stand, die von ihren Urgroßeltern ein Besteck geschenkt bekommen hat. Teile davon sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Sie selber kommt aber aus Moskau. Und jetzt ist sie glücklich, uns wieder hier gefunden zu haben, damit sie das Besteck ergänzen kann. Das ist das Erfolgsgeheimnis der österreichischen Manufakturen. Wer sich in der Vergangenheit einen guten Namen gemacht hat, wird auch in Zukunft gut davon leben können.